oder der Bastelzeit. Und heute werfen wir mal so einen kleinen Blick auf die, ja, nennen wir es mal, Lötkit-Szene der deutschen Hackerspaces oder zumindest mal einen kleinen Ausschnitt davon. Ja, eventuell habt ihr es hier auf dem Kanal schon gesehen. Ich hatte da auch mal so einen Lötkit gemacht. Das ist diese wunderschöne Eule in Form vom Logo des lokalen Hackerspaces Haxco. Und mein Ziel dabei war es, halt Leuten die Möglichkeit zu geben, SMD-Löten zu lernen und dabei am Schluss dann nicht einfach nur irgendwie eine Platine vor der Nase zu haben, sondern auch etwas, was schön aussieht. Deswegen hier unser Logo. Technisch gesehen ist es einfach nur ein Wechselblinker mit zwei Transistoren, die dann die Augen hier, das sind LEDs, abwechselnd leuchten lassen. Ja, ich hatte dann auch irgendwann nochmal einfach eine Ananas gemacht, weil, hey, Ananas gehört auf den Schreibtisch und bloß nicht auf andere Sachen wie Lebensmittel oder sowas. Ist im Prinzip auch nur einfach eine Batterie, ein paar Widerstände und dann die eigentliche Ananas. Solche Sachen haben aber auch andere Hackerspaces gemacht. Und ich komme da ab und zu mal mit Leuten in Kontakt, die bei anderen Spaces unterwegs sind. Von daher gucken wir doch einfach mal, was mir da so in die Hände gefallen ist, was die so gemacht haben. Und ich würde sagen, ich gehe einfach mal durch, was ich so habe. Wir löten es mal zusammen und dann gucken wir uns mal an, was da so gemacht ist und was meine Gedanken dafür sind. Fangen wir mit dem ersten an, auch hier aus der Ecke. Das ist meine erste Lötübung. Nicht ganz meine erste, aber das Ganze, das ist von den Westwood Labs. Die finden sich in Ransbach-Baumbach. Auch hier geht es halt, Name sagt es ja schon, darum, Leuten das Löten beizubringen. Wir gucken, ist auch alles schön hinten drauf. Auch mit einer Adresse für die Anleitung, mit dem Hinweis, dass man bitte vielleicht die Sicherheitsbedingungen beachten sollte und nicht das Lötzinn mit den Zähnen festhält. Und das Ganze in dem Fall hier von Just Alex gebaut. Von Bauteilen her sehen wir ja auch schon, hier ist auch nicht ganz so viel. Wir haben einen Batteriehalter für eine CA2032, das ist dieselbe, die häufig zum Einsatz kommt. Auf meinen beiden, die ich gemacht habe, ist auch jeweils diese Knopfzelle da vorgesehen. Das ist halt mehr oder weniger die einfachste Methode, eine Stromversorgung hinzubekommen, die auch noch halbwegs lötbar ist, einfach weil hier diese Batteriehalter recht einfach sind. Heute würde ich wahrscheinlich probieren, in Richtung USB-Anschluss zu gehen, weil Powerbank oder sowas hat wahrscheinlich fast jeder. Aber die USB-Buchsen sind halt meistens auch deutlich kleiner und gerade bei hier so meine erste Lötübung, da möchte man das eventuell ein bisschen besser halten. Gut, im Prinzip haben die Batteriehalter, einen Schalter und zwei LEDs. Heißt, es wird dann leuchten. Ich meine mich dunkel zu entsinnen, dass das Farbwechsel-LEDs sind. Das heißt, die machen dann zumindest ein bisschen was. Und wieso nicht? Also bauen wir das mal zusammen. Gucken wir mal. Ich denke, ich brauche jetzt hier den meisten Leuten nicht zu erklären, wie man so etwas lötet. Das heißt also, das kommen die LEDs auf die andere Seite. Ja, die LEDs kommen auf die andere Seite. Dann löten wir das mal hier gerade zusammen. Dann gucken wir uns das mal gleich an. So, wie gesagt, es gibt eine Adresse mit einer Anleitung. Ich werde sie jetzt mal nicht bemühen. Das kriegen wir noch so hin. Wir sehen ja hier zum Beispiel, dass die abgeflachte Seite der LED markiert ist. Das heißt also, wie rum die gehört, ist das schon klar. Das wäre so rum und so rum. Und dann haben wir hier den Schalter am Schluss. Und hier auf der Rückseite dann die entsprechende, der entsprechende Batteriehalter. So, zusätzlich zum Lötkit braucht man natürlich noch ein bisschen Werkzeug. Und zwar irgendeinen Lötkolben, der Lot schmelzen kann. Ein bisschen Lötzinn und so einen Elektronikseitenschneider oder irgendwas, um die Überstände abzuschneiden. Ist auch nicht schlecht. Wenn ihr tatsächlich noch nie gelötet habt und das eure, wie es hier so schön heißt, erste Lötübung ist, guckt mal, ob ihr vielleicht irgendwie jemanden findet, der schon mal gelötet hat, der euch ein bisschen helfen kann, der euch ein bisschen zeigen kann, wie das Ganze funktioniert. Im Zweifelsfall halt, wie gesagt, irgendeiner der Hackerspaces gibt inzwischen sehr vielen Städten ja welche. Und üblicherweise ist man da immer auch bereit, euch zu helfen, wenn ihr da irgendwas lernen wollt. Also Leute, die lernen wollen, sind eigentlich immer willkommen. Ansonsten gilt halt das Übliche, hier unten ist heiß, bitte nicht dran fassen und wir machen das Übliche. Das heißt, den Lötkolben nehmen, wenn er heiß ist, auf diesen Ring und das Beinchen vom Bauteil halten, Lötzinn zugeben, nochmal ein bisschen warten, wegholen und dann ist das Ganze fest.
Dieses Lötzinn, das schmilzt dann und das flüssige Metall bildet dann auch die elektrische Verbindung. Wenn wir das Ganze gemacht haben, können wir es abschneiden. Offiziell gibt es da jede Menge Sachen bei hier solchen einfachen Lötkits. Schneidet einfach ein paar Millimeter über dem, wo ihr gelötet habt, ab. Dann geht die Lötstelle nicht kaputt und ihr habt keine Überstände mehr, an denen man sich am Ende hier verletzen kann oder die gar Kurzschlüsse machen. Das wollen wir halt nicht haben. So. Was hatten wir noch? Wir hatten den hier. Hier ist nicht wirklich irgendwie zu sehen, wie rum der gehört. Im Prinzip ist es technisch egal. Ja, ich glaube, ich gucke mal gerade in die Anleitung, wie rum es gewünscht ist eigentlich. Okay, nach unten ist richtig. Ich habe im Übrigen gerade gesehen, die Anleitung ist tatsächlich auch in Papierform noch verfügbar gewesen. Das heißt also, wenn man das in die Hand gedrückt bekommen hat, gab es da auch eine Papierversion. Da muss man nicht online suchen. Aber wie gesagt, in den meisten Fällen geht das relativ flott. Und wenn ihr da jemanden dabei habt, der schon mal gelötet hat, der sollte eigentlich wissen, was zu tun ist. Ja. Im Übrigen, ich weiß nicht, ob es auf der Kamera zu sehen ist, wenn man hier lötet, da kommen auch so Dämpfe raus, ein bisschen Qualm. Das hat damit zu tun, dass hier in diesem Lötzinn auch ein Harz drin ist, was dafür sorgt, dass das Lötzinn besser fließt. Das sollte man nicht einatmen. Das heißt also, wenn ihr viel lötet, eine komplette Absauganlage, wenn ihr wenig lötet, ist es meistens ausreichend. Wenn ihr jetzt vielleicht nicht den Kopf direkt drüber hängt und für eine ausreichende Belüftung sorgt, also Fenster auf und so weiter. Ist ja Sommer, da geht das relativ einfach. Gut, last but not least, der Halter hier hinten, der kommt hier hin. Und ich sehe gerade, nicht last but not least, wir haben ja tatsächlich noch was, und zwar das Drahtstück. Sind tatsächlich zwei Drahtbrücken drin. Die müssen wir dann tatsächlich auch noch reinmachen. Okay. Und die kommen einfach nur hier dazwischen hin. Technisch wären sie nicht nötig. Ich gehe davon aus, dass es einfach nur, um den Leuten zu zeigen, hier so lötet man das. Das heißt, wir schneiden den mal hier Pi mal Daumen auf Länge. Das ist von Loch zu Loch bis, plus ein bisschen was. Dann biegen wir die ganzen um. Normalerweise macht man das nicht mit einem Seitenschneider, aber das müsste hier reichen. So. Und der andere da. Zack, zack. Auch hier wieder. Natürlich sehr viel Draht jetzt übrig. Kann man aber bestimmt irgendwo noch recyceln. Ihr seht jetzt, ich biege hier immer ein bisschen nach außen, dann fällt es nicht aus Versehen runter auf der anderen Seite. Gerade wenn der jetzt hier schon Bauteile hat, dann kann man nicht flach auflegen, dass wirklich die Arbeitsfläche das hochhält. Ich kann dann schon mal hier so helfen. Und damit sind wir fertig mit unserer ersten Lötübung für Anfänger. Gut, ich gehe mal gerade noch eine Batterie suchen. Ich glaube, da war zwar eine dabei, die habe ich aber irgendwann mal weggeholt. Dann gucken wir mal, ob es funktioniert. So, da haben wir doch eine. Dann rein damit und so, da geht's schon an. So, Schalter kann an- und ausschalten. Und wenn wir anschalten, dann müsste sich mit der Zeit her, ja, genau, die Farbe ändern. Und das ist der Lötsatz. Ja, ist, wie schon gesagt, für Einsteiger recht einfach zu löten, wenn man es schon mal gemacht hat. Und mit Sicherheit auch für Einsteiger tatsächlich machbar. Das Einzige, was mir halt aufgefallen ist, hier diese Ringe bei den Drahtbrücken, die sind ein bisschen klein. Ich meine mich zu entsinnen, dass sie das tatsächlich auch mal, wenn es nochmal eine Auflage gibt, größer machen wollten. Okay, erste Lötübung verschafft. Würde ich sagen, gehen wir zur nächsten über. Habt noch ein paar. Das heißt, wir legen die Kollegin der Westwood Labs mal an Seite und schnappen uns direkt den nächsten Space aus der Ecke. Und das wäre der Bausatz hier. Der kommt aus dem Dunstkreis des ZTL, das ist das Zentrum für Technikkultur in Landau. Auch das ein Hackerspace und wir sehen schon eine Eule, da bin ich natürlich sehr begeistert. Das ist, wie gesagt, das Logo von unserem lokalen Hackerspace. Auch hier fast identischer Aufbau. Wir haben einen Schalter,
Wir haben zwei LEDs, zwei Widerstände und wir haben hier den Batteriehalter. In hier dem Fall jetzt SMD, das heißt also Oberflächenmontage, nicht wie hier draufstecken. Oberflächenmontage ist das, was man heute meistens in der Industrie findet. Das ist also die modernere Variante. Manche sagen schwerer zu löten, manche einfacher. Auch unser Kit war ja SMD. Man sieht auch schon ein paar Sachen, die hier versucht wurden, anders zu machen. Das erste ist die Größe der Bauteile. Das hier, wenn man mal vergleicht mit unserer hier, das ist dieselbe Baugröße. Das ist 1206 müsste das sein. Das ist so ziemlich das Größte, was man regulär im Handel bekommen kann. Aber die LEDs, die sind kleiner. Ich schätze, das ist aus 603. Das heißt also deutlich kleiner. Wir hatten extra damals 1206 geholt. Die sind ein bisschen komplizierter zu löten. Dann haben wir den Schalter hier. Der ist auch SMD, das heißt nicht durchgesteckt wie hier. SMD-Schalter haben das Problem, dass sie gerade wie bei hier dem nur die Beinchen haben. Das heißt also, sie sind nicht ganz so haltbar, wenn da jemand Grobmotoriker dran spielt. Dafür halt gerade in der Industrie, wenn es wirklich automatisch bestückt wird, deutlich einfacher zu handhaben. Und wir haben hier einen anderen von diesen Batteriehaltern. Jetzt haben wir schon drei Formen hier. Das sind auch so die drei, die am verbreitetsten sind. Wir haben die hier, das ist der Klassiker, der entsprechend Durchsteckmontage hat. Und dann gibt es bei SMD zwei Stück, die verbreitet sind. Wir haben einmal hier diesen kompletten Cage und einmal hier solche Blechdinger. Die Blechdinger sind deutlich günstiger, deswegen hatten wir den dann am Schluss auch benutzt. Die hier sind ein bisschen einfacher zu löten, sind dafür ein Stück teurer. Man sieht es im Übrigen auch schon unser Board kann beide aufnehmen, je nachdem, was man gerade haben möchte. Gut, ich würde sagen, bauen wir mal zusammen. SMD ist alles auf der Rückseite. Und hier sehen wir einen kleinen Trick, der hier gemacht wurde, der einen ganz coolen Effekt hat. Und zwar bei den LEDs. Ich weiß nicht, ob es jetzt auf der Kamera so gut rumkommt, aber hier die Augen, die sind so ein bisschen transparent, ne? Was man hier nämlich gemacht hat, ist auf den Bereichen von den Augen, sowohl auf der Vorder- als auch der Rückseite, alles an Layern, was da ist, wegzunehmen. Das heißt, da ist kein Kupfer, da ist keine Lötstoppmaske, da ist kein Bestückungsdruck. Das ist einfach nur das Material, was hier dazwischen ist, meistens FR4. Das ist irgend so ein Glasfaserzeugs mit Kleber sozusagen. Und das ist semi-transparent. Was hier gemacht wird, ist die LEDs. Die werden falschrum aufgelötet. Normalerweise legt man die LEDs ja flach hin und dann leuchten die entsprechend von der Platine weg. Hier werden sie extra andersrum gemacht und leuchten in die Platine rein und die scheinen dann auf der anderen Seite durch. Ist ein sehr schöner Effekt, der in letzter Zeit auch häufiger mal benutzt wird. Muss man mal gucken, es ist ein bisschen schwieriger zu löten. Es gibt die LEDs tatsächlich, die dafür vorgesehen sind, rückwärts montiert zu werden. Die wollen dann aber üblicherweise auch eine Bohrung hier haben, um komplett durchzuscheinen. Hier ist ja direkt das Material drunter, das heißt, die steht ein bisschen hoch, muss man ein bisschen aufpassen beim Löten. Ja, kriegen wir schon hin. Probieren wir uns mal und gucken, wie die Eule dann am Ende guckt. Hat im Übrigen auch einen mehr oder weniger Projektnamen. Das ist hier die entnervte Eule. Und gucken wir mal, wie die entnervte Eule am Schluss aussieht. SMD, ein bisschen anders. Wir stecken jetzt nicht hier durch, sondern wir machen erstmal einen Blob hier hin. Es gibt unterschiedliche Arten, wie man das löten kann. Die Blob-Methode ist relativ verbreitet und für hier sowas eigentlich ganz okay. Das heißt, wir machen überall einen von den Pins mit ein bisschen Lötzinn, dass da was drauf ist. Dann nehmen wir uns die Bauteile. Im Falle von Widerstand gibt es keine Richtung. Also die können wir uns beliebig hier drauf machen. Machen den Blob heiß, schieben rein. Und lassen abkühlen. So, sitzt, passt, wackelt, hat Luft. Zwar jetzt nur auf einer Seite fest, aber die andere machen wir gleich. Keinen anderen Widerstand auch schon mal da rein. So, sehr große Lötpads hier. Macht es dann noch einsteigerfreundlicher. Eine große Platine hat seine Vorteile. Was wir jetzt machen, ist einfach die andere Seite auch noch entsprechend verlöten. Damit haben wir die Widerstände schon mal drin. Gut, gucken wir uns mal die Leuchtdioden an. Wie gesagt, die werden ein bisschen komplizierter. Leuchtdioden haben eine Richtung. Bei dem anderen hatten wir es ja gesehen anhand der abgeflachten Seite. Bei SMD haben wir logischerweise
nicht eine abgeflachte Seite, sondern da haben wir üblicherweise einen Pfeil, der auf der Rückseite gedruckt ist, oder einen Punkt, der auf der Vorderseite erkennbar ist. Wir haben hier den Pfeil auf dem Board, das heißt, ja, ich würde mal sagen, wir machen Pfeil und Pfeil gleich. Wir müssen jetzt natürlich schauen, dass wir die absichtlich falsch rum montieren. So, Pfeil. Und der Pfeil zeigt es so rum. Das heißt, so müsste das dahin. Und wenn jetzt meine Pinzette nicht kleben würde, ginge das sogar einfacher. Versuchen wir uns mal. Gucken, ob wir das hinkriegen. Was die Reihenfolge im Übrigen angeht, üblicherweise fängt man mit den kleinsten Bauteilen an und arbeitet sich dann hoch. Das ist dann meistens das Beste, aber man muss im Zweifelsfall schauen, was denn so möglich ist. Wenn sich Bauteile gegenseitig blockieren, dann muss man natürlich gucken, dass man mit denen anfängt, wo man am schlechtesten sonst drankommen würde. Gut, der hier ist noch nicht ganz gelötet. So, jetzt aber. Das müsste funktionieren. Okay. Schalter und Batteriehalter noch. Schalter, ich denke nicht, dass er eine Richtung hat. Müsste so passen. Drauf. Und dann heiß machen nochmal. Auch hier hilft es natürlich, dass die Lötstellen, die man hier zur Verfügung hat, alle sehr groß sind, entsprechend sehr einsteigerfreundlich. Und der Batteriehalter, der hat eine Ecke. Wir sorgen dafür, dass die Ecke da ist, wo die Ecke auch auf dem Board aufgemalt ist. Dann schauen wir mal, ob das Ding hier auch schön leuchtet. Ich gehe von ja aus, weil wir sind ja Profis. So. Dann drehen wir mal den auf an und tada! Yay, es leuchtet in blau. Wir sehen hier die LEDs von hinten und entsprechend von vorne. Und ja, wie gesagt, es leuchtet hier durch das Board durch. Das ist jetzt hier natürlich sehr schwer zu sehen auf so einer Kamera, insbesondere wenn da noch Licht drüber ist. Aber ich denke, man kann es erkennen, wie dieser Effekt ist. Und das sieht wirklich so aus, ob die ganze Augen da leuchtet. Okay, schöner Bausatz auf jeden Fall hier von den ZTL dann. Tatsächlich auch eine Sache gelöst, die bei uns immer wieder als Kritik aufkam. Das Ding, was ich gebaut hatte, hat keinen Ausschalter. Das heißt, man muss immer die Batterie rausholen. Das ist hier natürlich einfacher. Und ja, das Einzige, was mir hier halt aufgefallen ist, ist die kleineren LEDs. Das ist ein bisschen fummelig, vor allen Dingen, weil man sie halt rückwärts einbaut. Dann liegen sie nicht komplett flach auf. Und der Lötzinn, habt ihr ja gesehen, hier bei der einen Lötstelle musste ich nacharbeiten. Aber alles lösbar und ja, sieht auf jeden Fall cool aus. Schöne Sache hier. Hier oben haben wir ja auch ein riesen Feld, wo wir dann noch irgendwie was dran machen können. Irgendwie eine Sicherheitsnadel oder sowas, um es festzumachen. Und ja, dann kann man hier schön die Eule sich genervt angucken lassen. Okay, gehen wir mal weiter. Ich habe noch ein paar. Und Disclaimer, der nächste Part, den werde ich mal so semi als Werbung kennzeichnen. Denn das sind Bausätze, die stammen aus Regensburg von der Binary Kitchen. Allerdings gibt es einen bei der Binary Kitchen, der die tatsächlich auch verkauft. Das heißt also, die kann man kaufen bei ihm im Shop. Er sagt, dass er das dann auch, wenn da Geld reinkommt, nach Abzug der ganzen Kosten für die Bausätze dann auch Vereinen zukommen lässt. Von daher gehe ich davon aus, dass das irgendwie auch bei dem Verein wieder ankommt. Da haben wir zwei Stück und ich würde sagen, wir fangen mit dem hier an. Das ist die Katze in der Box. Wie gesagt, das Ganze aus Regensburg und ja, auch hier gibt es dann wieder Anleitungen, die ich komplett ignorieren würde, weil wir sind ja Profis und irgendwo müsste noch eine Platine sein. Das sieht besser aus. Auch hier sehen wir wieder Dinge, die uns sehr bekannt vorkommen. Wir sehen den üblichen Batteriehalter, sehen jede Menge LEDs, wenn ich richtig sehe. Okay. Und dann ist das ein An-Ausschalter? Ich glaube, es ist ein An-Ausschalter. Interessante Form. Habe ich so noch nicht gesehen. Ja, ansonsten habe ich hier eine wunderschöne Platine mit einer Katze drauf. Der Rückseite auch nicht viel.
Die Technik auch hier sehr überschaubar. Wir haben nur den Batteriehalter, haben eine LED, einen Widerstand, den An-Ausschalter und dann zwei LEDs auf der Vorderseite. Dem geneigten Zuschauer wird jetzt eventuell auffallen, dass das irgendwie nicht passt. Batteriehalter, klar. Widerstand, klar. Schalter, klar. Aber was ist mit den zwei LEDs? Naja, wir haben hier jede Menge unterschiedliche Farben, würde ich schätzen. Das heißt also, man kann aussuchen, in welcher Farbe die Katzenaugen hier sein sollen. Okay, auch eine Methode. Dann bauen wir mal zusammen. An der Stelle hier im Übrigen danke an Timo und Timo. Einmal der Timo Schindler, das ist derjenige, der entsprechend hier die Lötbausätze bei den Regensburgern so ein bisschen mit betreut hauptsächlich. Und der andere Timo weiß bestimmt, wer gemeint ist. Der hat mir die möglicherweise mitgebracht. Denn irgendwie ist eine Radtour aus dem Rheinland nach Regensburg mir dann doch ein bisschen zu nervig gewesen. Mal hier, ob wir ein bisschen uns was biegen können. Momentan möchte der Schalter nämlich nur so mäßig das entgegennehmen. Wobei, ich glaube, wir machen erstmal die LEDs drauf. Was wollen wir denn für eine Farbe? Zufall oder gucken wir vorher? Gucken wir mal, ob wir irgendwie etwas sehen können. Ah, never mind. Sie haben sogar einen Strich drauf, dass man sieht, was es ist. Ich würde sagen, dann ist das gelb, das rot, das lila und das hier grün. Moment, dann ist das hier aber nicht lila, dann ist es dann eher blau, oder? Gucken wir mal, ob wir was sehen können. Wir haben minus rechts. Schauen wir mal, ist es blau oder ist es violett? Das ist... violett. Das ist nett. Violett hat man tatsächlich eher selten als Farbe. Oder so pink. Dann bauen wir doch die direkt mal ein. Ist jetzt eh schon offen. Und die anderen LEDs, die kann ich mir dann weglegen. Ich weiß ja noch nicht so ganz, was ich von halten soll. Auf der einen Seite ist es natürlich schön, dass sich jeder seine eigene Farbe aussuchen kann. Auf der anderen Seite, wenn es Anfänger machen, die eventuell nicht irgendwie das in einem Space machen, wo Leute dabei sind, sehe ich so ein bisschen die Gefahr, dass die LEDs am Schluss irgendwie im Müll landen könnten. Das wäre natürlich schade. Speaking of schade, wie rum gehört das hier eigentlich? Ist keine Beschriftung drauf. Nur tatsächlich die Beschreibung bemühen. Beschreibung lesen. Okay, Anleitung meint, dass links Punkte wären. Sehr, sehr ehrlich gesagt nicht, aber okay. Es steht da, dass links der Punkt ist und da soll man dann auch den Punkt von der LED hinmachen. Im Übrigen, was mir gerade aufgefallen ist, es gibt unter dem Namen des Bausatzes zwei verschiedene. Das hier ist auch der sogenannte Cat 01. Hat nichts mit Katze in der Box oder Cat in der Box zu tun, was jetzt da hauptsächlich verkauft wird. Der neue hat RGB-LEDs. Da hat man dann nicht irgendwie am Schluss LEDs tatsächlich übrig, sondern es wechselt halt einfach durch. Finde ich persönlich deutlich angenehmer. Verhindert halt, dass da versehentlich Müll generiert wird, der nicht nötig ist. Ja, wie man das lötet, das hatte ich eben ja schon gezeigt. Mit dem auf einer Seite reinmachen, heiß machen, reinschieben, dann die andere Seite löten. Das heißt, das werden wir jetzt hier selbstverständlich überspringen, weil ihr das alles schon könnt. Und nicht, weil die Kamera schlapp gemacht hat. Auf der anderen Seite dann genau dasselbe für den Widerstand, den Schalter und den Batteriehalter. Beim Schalter muss man ein bisschen gucken, muss man eventuell nach unten biegen. Das ist aber auch alles in der Anleitung erklärt. Und bis auf den Batteriehalter, der diese eine abgeflachte Ecke hat, ist bei allem auch die Richtung egal. Am Ende, da haben wir dann das hier, eine Katze, die mit den Augen leuchtet. Vielleicht sollten wir Katzen keine Laseraugen geben. Ich habe die Befürchtung, das endet nicht gut für uns. Also, yet another wunderschönes Lötkit. In dem Fall hier würde ich sagen eher für Fortgeschrittene, weil halt noch kleinere Bauteile, die hier drauf sind. Beide Seiten müssen bestückt werden. Aber ansonsten, ne, nette Sache. Kann man auf jeden Fall seine Lötkünste mal üben und hat am Schluss etwas, was jetzt nicht schlecht aussieht. Wie gesagt, ich finde es ein bisschen schade mit den LEDs.
weil die im Zweifelsfall halt irgendwo in Ecken landen, wo sie keine Verwendung finden. Aber bei neueren Designs ist es ja anscheinend auch geändert. Gut, einen haben wir noch. Last but not least, ebenfalls aus Regensburg. Und das hier, das ist das Regenbogeneinhorn. Ich sehe gerade, hier steht auch überall eine Schwierigkeit drauf. Die Cat in der Box war Schwierigkeit 2. Das hier ist ebenfalls Schwierigkeit 2. Sagen 30 bis 60 Minuten. Ich habe die Befürchtung, ich war eventuell ein bisschen schneller. Ja gut, ich glaube, ich habe auch ein bisschen Übung da drin. Ein bisschen mehr als Leute, die gerade erst einsteigen. Wir sehen schon, das ist so eine Pferdeplatine, nennen wir es mal so. Und ich denke, man kann es schon erahnen. Da hinten der Schweif und oben Mähne und Horn, die sind so leicht transparent. Auch wenn man es ins Licht hält, sieht man schon, ja, da kann was durchscheinen. Was könnte hier wohl das Prinzip sein? Das Prinzip ist quasi identisch mit der Eule aus Landau. Das heißt also, man hat von hinten LEDs, die durch die Platine durchleuchten. In dem Fall hier allerdings nicht SMD-LEDs, sondern hier diese, die alten bekannten, so eine 5mm-LED. Und auch die hier sind, Überraschung, Rainbow. Die haben einen Farbwechseleffekt, sind also genau dieselben wie beim Set der Westwood Labs. Die ganzen Komponenten kommen hierbei auf eine Seite, nämlich die Rückseite. Batteriehalter und Schalter sollte klar sein. Die hatten wir ja beide schon mal. Bei den LEDs muss man ein bisschen aufpassen. Es sind eigentlich welche für Durchsteckmontage, die aber hier nicht durchgesteckt werden, sondern stattdessen sollte man hier die Beinchen abknicken, sodass die nach unten zeigen, also in so einer Art S-Form, und dann entsprechend auf dem Board verlöten. Auf dem Board ist auf einem der Pins jeweils ein Plus aufgemalt. Da gehört das längere Beinchen hin. Und was man macht, ist, wie gesagt, diese S-Kurve biegen, das Ganze anlöten und dann mit einem Elektronikseitenschneider die Beinchen kürzen, sodass die nicht mehr irgendwo zu anderen Dingen Kontakt machen. Am Ende sieht das Ganze dann hier so aus. Und wenn wir eine Batterie reinmachen, dann haben wir, Überraschung, einen Regenbogen. Wobei, eigentlich haben wir ja zwei LEDs pro Fläche, die leuchtet, ne? Also quasi ein Double Rainbow. Ja, es gibt in der Anleitung noch den Tipp, dass es ein bisschen besser aussieht, wenn man jetzt hier hinten Heißkleber drüber macht, dass sich das noch ein bisschen mehr verteilen kann. Oh, kann man auf jeden Fall mal probieren, aber prinzipiell würde ich sagen, unser Regenbogeneinhorn regenbogend. Oh, Licht aus. Ja, jetzt sieht es auch ein bisschen besser aus. Okay, dann würde ich sagen, das waren unsere ganzen Bausätze. Wir sehen können, die alles entsprechend verlötet, außer halt die paar Bauteile, die dann doppelt waren. Naja, und der Draht. Alle, würde ich sagen, recht problemlos zu meistern. Das sind alles Dinge, die man auch als Einsteiger durchaus löten kann und da seine Lötkünste mal üben kann. Wie gesagt, die hier, die waren jetzt alle aus irgendwelchen Hackerspaces, Makerspaces und ähnlichen Dingen, was es so hier rum gibt. Wie gesagt, alles, was wir hier sehen, richtet sich mehr an Löteinsteiger. Es gibt auch noch eine komplett andere Szene, und zwar viele dieser Hackspaces, die sind auch bei Veranstaltungen mit dran. Und viele Veranstaltungen bieten sogenannte Badges. Das sind dann auch nochmal so eine Art digitale Eintrittskarten, die dann deutlich komplexer sind, meistens auch Mikrocontroller drauf haben, programmierbar sind und da wieder ganz andere Herausforderungen schaffen. Ja, wie gesagt, wenn euch sowas gefällt, ihr auch mal sowas machen wollt, guckt mal bei eurem lokalen Hackerspace vorbei. Viele haben irgendwie solche Sachen auch rumliegen. Oder in Fallen von den Regensburgern kann man sie halt auch einfach kaufen. Die Adressen von den Vereinen, die das hier gemacht haben, die sind auch unten in der Videobeschreibung. Auch die freuen sich natürlich über einen Besuch oder Spenden. Ich persönlich finde hier solche Sachen eigentlich immer ganz cool, weil man danach auch was in der Hand hat, was man tatsächlich anderen Leuten zeigen kann und dann sagen kann, hier, guck mal, das, das habe ich gemacht. Und hier so ein Einhorn oder eine Eule oder Katze, was auch immer, sieht halt deutlich besser aus, als wenn man einfach nur sagt, ja, hier, ich habe irgendwie ein Board gelötet. Da ist zwar jetzt nichts zu sehen, aber ja, habe ich gemacht. Das kann ganz tolle Dinge, auch wenn man es nicht sieht. Und hier so hat man halt eine Lötübung, wo man tatsächlich ein bisschen trainieren kann. Und am Schluss etwas, was man dann vorzeigen kann, ins Regal stellen kann. Und da dann jetzt auch für Leute, die vielleicht nicht aus der Elektronik-Ecke kommen,
durchaus zu verstehen ist, wieso das eine coole Sache ist. Gut. Ich würde sagen, alle davon leuchten, blinken, whatever. Und damit tun die ganzen hier, was sie sollen.